Unzählige Menschen besuchen jährlich Ägypten und besichtigen die Pyramiden und Grabmäler der Pharaonen, die Jahrtausende lang das Land am Nil regiert und kulturell geprägt haben. Wir bestaunen heute die Bauwerke der Tempel und Pyramiden, die als siebtes Weltwunder gelten, und bewundern die Kunstwerke, mit denen die Grabkammern der Pharaonen geschmückt sind. Nicht umsonst zählt Ägypten deswegen zu den ältesten und bedeutendsten Kulturländern der Welt. Nach dem Ende der Pharaonenzeit unter Kleopatra mit der Eroberung Ägyptens durch die Römer um 30 v. Chr. Gerieten die Pharaonen fast in Vergessenheit, bis durch Napoleon um 1800 das Interesse an ihnen wieder aufkam und seitdem durch unzählige Ausgrabungen das Wirken der Pharaonen und deren Kultur in das Blickfeld der Öffentlichkeit kamen. Doch was sind die Gründe für dieses heutige Interesse? Was sagen sie uns heute? Gewiss können wir zunächst nur staunen, wie sie für ihr Grabmal mit den damaligen technisch bescheidenen Mitteln solche Pyramiden bauen konnten. So sehr wir das architektonische Können ihrer Baumeister bewundern, so sehr müssen wir aber auch die Qualen der unzähligen Sklavenarbeiter beim Bau der Pyramiden und der Tempel und beim Anlegen der Königsgräber im Tal der Könige als unmenschlich betrachten. Dass ein Mensch für sich dies einfordern konnte, ist sicher nicht vorbildhaft. Warum sie solche Kunstwerke schufen, hat ihren Grund in ihrer religiösen Überzeugung, in ihrem Kult. Sie glaubten an ein Weiterleben nach dem Tod und an viele Götter, denen sie zur Verehrung Tempel bauten, wie es damals außer im Judentum allgemein üblich war. Und dafür wollten sie das, was gemäß ihrem Glauben möglich und notwendig war, tun. Darüber informiert uns ihr sogenanntes Totenbuch, Amduat genannt, wie diese Szene daraus zeigt. Es ist gleichsam eine mythologische Erlösungslehre und gibt dem Toten Anleitung, was er in den 12 Stunden der Nacht tun soll. Das Amduat wurde dem verstorbenen Pharao auf Papyrus geschrieben, mit ins Grab gegeben oder an die Wand gemalt und geschrieben, wie hier im Grab von Amenophis II. Um 1400 v. Chr. Später wurden solche Unterweltbücher auch anderen Verstorbenen, zum Beispiel ranghohen Beamten und Priestern, mit ins Grab gegeben. In 12 Abschnitten, die den 12 Nachtstunden entsprechen, wird die nächtliche Fahrt des Sonnengottes Re durch die Unterwelt in einer Barke beschrieben, an der insgesamt 908 göttliche Wesen beteiligt sind. Hier nur eine kurze Erläuterung. Auf dieser Nachtfahrt stößt Re auf verschiedene Hindernisse, die er und seine Helfer überwinden müssen. Hauptfeind ist in der siebten Nachtstunde der Gott Apophis, dargestellt als riesige Schlange, die als Verkörperung von Finsternis und Chaos gilt. Apophis wird auf diesem Bild besiegt, indem man ihr den Kopf abschlägt. Nach Überwindung dieses Gottes der Finsternis muss sich der Verstorbene
vor dem Richtergott Osiris verantworten, bevor er ins Jenseits Duat genannt gelangen kann. Durch Osiris kann die Seele des Verstorbenen je nach Abwägung der guten und bösen Taten sich wieder mit dem einbalsamierten Leib verbinden und zum ewigen Leben auferstehen. Dieser Mythos von Osiris gilt als einer der wichtigsten Mythen der ägyptischen Religion und erzählt, dass seine Frau Isis ihn nach der Ermordung durch den Gott Seth wieder zum Leben erweckte. Er veranschaulicht die Hoffnung auf ein ewiges Leben und war der Grund, dass die Pharaonen sich einbalsamieren ließen. Eine religiöse Erneuerung brachte Amenophis IV. Um 1350, der sich hernach Echnaton nannte. Er erhob Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle anderen Götter Ägyptens und machte sich und seine Frau Nofretete zu den einzigen Vermittlern zwischen Aton und dem Volk. Der von ihm gewollte Ein-Gott-Glaube wurde vom Volk aber nicht angenommen. Deshalb verbot er den Kult der anderen Götter nicht. Er baute auch ihnen zu Ehren Tempel in seiner neuen, von ihm geplanten Hauptstadt Achet-Aton in der Nähe des heutigen Amarna. Die Bauarbeiten wurden in Rekordzeit vorangetrieben, wobei er das Militär in die Arbeiten einbezog. Denkbar ist auch, dass er dafür die Israeliten als Sklaven benutzte, Ziegelsteine mit Stroh vermischt anfertigen zu lassen. Diese Ziegelsteine zeugen heute noch dafür. Nach Fertigstellung zogen er und der Hofstaat von Theben in die neue Hauptstadt um. Und er ordnete an, im Berg für ihn und seine Frau Nofretete ein Grab anzulegen, worin sie einmal bestattet werden wollten. Über sein Ende und das seiner Frau gibt es wenige Kenntnisse, da man die Spuren des heretischen Pharao, wie man ihn nannte, auslöschen wollte. Echnaton könnte der Pharao sein, der die Israeliten wegen der Plagen aus Ägypten wegziehen ließ und bei der späteren Verfolgung ums Leben kam. Dafür spräche Folgendes: Unter seinem Vater, Amenophis III., werden erstmals Nomaden Jahwes erwähnt. Damit können nur die Israeliten gemeint sein. Denn der Gottesname Jahwe war in Ägypten bislang unbekannt und konnte nur durch Moses zur Sprache gekommen sein. Ferner werden auf dem Ipuwer Papyrus um 1344 Zustände in Ägypten erwähnt, die an die Plagen in Ägypten erinnern. Auch baute Pharao Echnaton in Amarna neue Tempel und einen neuen Palast, wozu vermutlich die Israeliten Ziegelsteine brennen mussten. Und schließlich sind sein Tod und das Ende seiner Regierung bis heute ungeklärt. Kam er bei der Verfolgung der Israeliten ums Leben? Erst 4 Jahre nach seinem Tod bestieg sein Sohn Tutanchaton den Königsthron. Er änderte aber diesen Geburtsnamen in Tutanchamun, das heißt lebendes Abbild des Amun, und machte damit deutlich, dass er vor allem wieder den Gott Amun verehren wollte.
Nach 2 Jahren zog er von Amarna mit dem Königshof nach Memphis um. Er hat in seiner Regierungszeit viel gebaut, starb aber gemäß der Carbonuntersuchung seiner Mumie bereits im Alter von ca. 20 Jahren und wurde im Tal der Könige in seinem Grab beigesetzt. Es blieb als eines der wenigen von Grabräubern verschont, wurde 1922 entdeckt und gibt uns so einen Eindruck, welchen Aufwand man damals betrieben hat, um das ewige Leben gewinnen zu können. Darin sind noch bis heute viele erhalten gebliebenen Grabbeigaben und Schätze zu sehen. Berühmt und bekannt ist seine goldene Totenmaske. Sie bedeckte Kopf, Schultern und Brust und wiegt allein 12 Kilo. Der äußerste und mittlere Sarg sind vergoldet, während der innerste Sarg, in dem sich die Mumie befand, aus reinem Gold besteht und ca. 110 Kilogramm wiegt. Ein weiteres wertvolles Fundstück ist der goldene Thron. Die Vorderseite der Rücklehne ist mit Einlagen aus Halbedelsteinen und Silber versehen und stellt die Salbung des Pharaos durch seine Ehefrau unter den Strahlen des Gottes Aton dar, der ab dem 9. Regierungsjahr des Echnaton verwendet wurde. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass sich auf den beiden Armlehnen des Thrones beide unterschiedliche Namensvarianten des Königs befinden. Auf der linken Armlehne innen die Form Tutanchamun, auf der rechten Armlehne außen die Form Tutanchaton. Des Weiteren fanden sich in seinem Grab viele goldene Schmuckstücke in Form von Ringen, Ohrringen, Armreifen, ebenso ein Eisendolch und vieles andere mehr, was man nach ägyptischem Glauben für ein Leben in der Ewigkeit brauchen könnte. Nachdem wir so einen kleinen Einblick gewonnen haben in Leben, Kult und Kultur der Pharaonen von Altägypten, stellt sich die Frage, was können wir nun von ihnen lernen? Sicher ist die Verehrung als Mittler zu Gott und dieser Totenkult nicht vorbildhaft. Wir brauchen uns fürs ewige Leben nicht einbalsamieren lassen und keine Pyramiden als ewige Wohnungen bauen oder kostbar geschmückte Gräber in den Felsen hauen lassen. Wir brauchen auch nicht an viele Götter glauben und sie verehren, weil wir inzwischen wissen, dass es nur einen wahren Gott gibt. Wir brauchen uns ebenso kein Bild von Gott machen, weil Gott selbst uns ein Bild von sich hinterlassen hat in Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, wie Paulus sagt. Wir brauchen auch nicht die Vorstellung der Pharaonen übernehmen, wie wir das ewige Leben erlangen können. Doch wir können den Glauben des Echnaton, dass es nur einen Gott gibt, als vorbildhaft ansehen und die Hoffnung, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Doch welch eine frohe und befreiende Botschaft ist die christliche Erlösungslehre gegenüber der altägyptischen Auffassung, wie wir das ewige Leben erlangen können, wie sie im Totenbuch am Duat steht. Wir dürfen dank der Botschaft Jesu glauben, dass es für Gott ein Anliegen ist, dass wir ewig leben. Er hat uns erschaffen für irdisches Leben und will,
dass wir auch das Ewige gewinnen. Aber er zwingt uns nicht dazu. Dazu müssen wir uns frei entscheiden. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus als Mensch in die Welt gesandt, um uns durch seine Worte und Taten zu sagen, wie sehr Gott uns liebt. Jesus hat daher für uns sein Leben hingegeben und sich kreuzigen lassen. Seine Kreuzigung ist auf der einen Seite Ausdruck der Sünden von uns Menschen, aber auf der anderen Seite das ergreifendste Zeugnis, wie sehr Gott uns liebt, wie es im Johannesevangelium heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir brauchen also nur an Jesus glauben, und das heißt, seine Gebote halten, wie er selbst sagt: Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ewige Leben, die Teilnahme an der Liebesgemeinschaft des dreifaltigen Gottes in der Herrlichkeit des Himmels, ist ein Geschenk Gottes, das wir nicht verdienen brauchen. Wir können es allerdings nur empfangen, wenn wir an ihn glauben, ihm unser Herz in Liebe öffnen. Unsere guten Werke sind keine Währung, mit der wir uns den Himmel kaufen könnten. Durch ein Leben nach den Geboten üben wir uns vielmehr schon hier auf Erden ein in das ewige Leben, wie Jesus sagt: Wer glaubt, hat ewiges Leben, hat also jetzt schon Teil am ewigen Leben. Und nach dem Tod wird ihm dann die Fülle des Lebens in der ewigen Herrlichkeit zuteil, von dem Paulus schreibt: Kein Auge hat es gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hätten die Pharaonen dies schon gewusst, gäbe es heute zwar nicht ihre bewundernswerten Kulturgüter, aber es hätten auch nicht die unzähligen Menschen für sie als Sklaven arbeiten und sterben müssen. Gott hat die Israeliten aus dieser Sklaverei befreit und ihnen durch Moses die 10 Gebote gegeben, die für alle Menschen die wahren Wegweiser zum ewigen Leben sind und nicht die Anweisungen im Totenbuch am Duat. Und Jesus ist als Mensch auf diese Welt gekommen, um beispielhaft diesen Weg zu gehen bis zum Tod am Kreuz, um durch dieses Sühnopfer uns von aller Schuld zu erlösen, wie er beim letzten Abendmahl über den Kelch sprach: Dies ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Im Wissen darum schreibt auch Petrus: Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Und Jesus hat schließlich durch seine Auferstehung nach 3 Tagen bezeugt, dass die Auferstehung zum ewigen Leben wirklich möglich ist. Er allein kann deshalb auch uns ewiges Leben geben und nicht Osiris, auf den die Pharaonen und alten Ägypter vertrauten. Er hat dies auch ausdrücklich von sich gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.